23 Uhr wach zu bleiben, okay? Müller, Glückwunsch! Ja, Volkan Hasiri, herzlichen Glückwunsch, Meister der Bezirksliga 12 und Aufsteiger in die Landesliga. Ja, wie ist das heute gelaufen aus deiner Sicht? Ja, eigentlich ein sehr gutes Spiel von uns, sind die ersten 10 Minuten sehr gut reinkommen. Ja, dann hat ein bisschen kurz mal die Luft nachgelassen, sind aber immer dran geblieben. Und ich gehe davon aus, ein verdienter Sieg war für uns. Ja, du hast ein bisschen Alu-Pech gehabt zwischendurch. Also Freistöße waren immer gefährlich. Ich glaube, in der Rückrunde hast du jetzt, letzte Woche hast du ein Tor gemacht. Ne? Aber ansonsten fast ungewohnte Schwächen bei den Standards. Du hast ja sonst bei jeder Freistoß in Strafraumnähe fast wie ein Elfmeter. Ja, war nicht schlimm heute. Nein, war nicht schlimm. Ich habe jetzt die Saison durch 12 Saisontore. Davon waren noch ein paar Freistöße. Ich muss aber ehrlich sagen, heute hat er gut spekuliert, hat auch gut die Dinger rausgeholt. Ich glaube, es waren 2, 1 Aluminium. Hat er gut gemacht, der Kollege. Ja, ihr habt nach der überragenden Hinrunde so ein ganz klein bisschen geschwächelt zwischendurch. Du hattest aber trotzdem keine Sorge, dass das nicht reichen würde oder zwischendurch mal gezweifelt? Wir haben nicht daran gezweifelt. Wir haben gesagt, dass wir den März abhaken und dann April Gas geben werden. Das haben wir umgesetzt. Alle zusammen, gemeinsam durchgezogen. Ja, können wir darauf stolz sein. Ja, was können wir heute Abend und dann in der nächsten Saison in der Landesliga von euch erwarten? Dass wir immer dranbleiben, dass wir immer bissig sind, alle zusammenhalten werden und nichts hergeben werden. Ja, also auch heute Abend bissig sein und Gas geben. Aber richtig. Viel Spaß und besten Dank. Ja, Christoph Klein-Resing, herzlichen Glückwunsch zum Meistertitel und zum Aufstieg in die Landesliga. Ich habe hier zwischendurch, war hier glaube ich Wasser auf der Tatanbahn verspritzt. War das, weil du dich abkühlen musstest oder war das der Angstschweiß? Nee, das war eigentlich nur die Sprenganlage, die den Rasen bewässern sollte. Für mich brauchte hier nichts abgekühlt werden. Also ich hatte heute 100%iges Vertrauen in die Truppe und ich habe es am Morgen beim Aufstehen gesagt, wir machen das heute klar, das habe ich der Truppe auch gesagt und wir werden das... Ja, Mann! Mein Gott. Wo waren wir? Wir machen das heute klar. Ja, ich habe es am Morgen gesagt, wir haben keine Zeit, uns das irgendwie 3 Wochen anzugucken. Wir machen das heute klar und die Mannschaft ist echt richtig gut aufgelaufen, hatte früh Kontrolle über das Spiel, hat sie dann leider ein bisschen verloren in der 30. Aber ich denke, zweite Halbzeit haben wir es dann solide wegverteidigt und hat die Torschancen. Und wenn man das Spiel so analysieren will, aufgrund der Torschancen, denke ich, haben wir es heute absolut verdient gewonnen. Und heute ist erstmal alles egal. Ich bin mega stolz, die Truppe ist stolz. Ich glaube, viele Zuschauer hier waren voll. Besten Dank an alle, die gekommen sind. Und ich weiß, was jetzt hier passiert, 2 Tage. Wir haben ein paar Granaten dabei. Die reißen jetzt die Hütte ab. Ich habe bis einschließlich Dienstag Urlaub, das sollte dann reichen. Ja, du hast gerade den Spielverlauf angesprochen, vielleicht leicht analog zum Saisonverlauf, wenn man so ein bisschen will. Hinrunde sehr, sehr stark, dann so ein kleiner Hänger, zumindest ergebnistechnisch. Aber du warst jetzt nie, hast nie den Eindruck vermittelt, dass, als ob ihr nervös seid, oder? Nein, also ich habe das ja auch in der Winterpause gesagt. Das Problem waren nicht die Gegner, sondern wir selber. Ne? Wir haben uns in alle Himmelrichtungen in den Urlaub verabschiedet und haben dann auch nicht mehr so gut performt, wie wir es eigentlich in der Hinserie gemacht haben. Dann haben wir es nach der 0-8-Spiel knallhart analysiert, haben dann was verändert, haben nicht mehr attraktiv gespielt, sondern erstmal gegen den Ball sortiert. Und von Woche zu Woche passen die Ergebnisse wieder und auf einmal... waren wir wieder da, wo wir waren, ohne dass die Spieler gemerkt haben, was wir verändert haben, sondern einfach nur, dass wir wieder eine Grundordnung hatten, sind vorne angelaufen wieder und wir haben, glaube ich, weiß nicht, wie die anderen spielen, ist mir auch völlig egal, aber wir hatten heute vor dem Spieltag 9 vor, die haben wir immer noch, wir haben 3 Punkte verloren, von einer überragenden Hinserie, muss man sagen, also haben wir nicht so viel liegen lassen. Ne? Ja, dann Vollgas ab jetzt. Ja, absolut Vollgas, ne? Die Jungs sind heiß, das weiß ich und ich genieße jetzt den Augenblick. Gleich in meiner Dusche in Ruhe und
dann schauen wir, was hier heute so passiert noch. Denk dran, du bist keine Anfang 20 mehr. Das bin ich nicht mehr, das ist leider so. Leider, sonst hätte ich ja heute gespielt, dann wäre das auch früher entschieden gewesen. Danke dir, mach's gut, viel Spaß beim Feiern. So, Dennis Behn, herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft, zum Aufstieg in die Landesliga. Ich erinnere mich, wir haben im Oktober gesprochen, da hast du gesagt, ich wüsste nicht, wer uns aufhalten sollte. Hast, glaube ich, von deinem Trainer einen auf den Deckel gekriegt, aber... Ja! Ja! Ja, du Bastard! Ja. Aber im Endeffekt hast du ja recht gehabt, hast alles richtig gemacht. Ja, ich glaube, die Aussage, die wurde auch ein bisschen aus dem Kontext damals gegriffen. Klar, haben wir eine überragende Hinrunde gespielt. Wurde dann ja, zum Start der Rückrunde haben wir etwas Fehler lassen. Aber ich glaube, wir haben allen gezeigt, dass wir der gerechte Meister sind und freuen uns jetzt auf die nächsten zwei Tage auf die Mallorca-Fahrt und natürlich nächstes Jahr auf die Landesliga. Ja, ich glaube, heute auch ganz souverän. Ihr habt ein bisschen Probleme mit der Chancenverwertung gehabt, finde ich. Aber ansonsten glaube ich, auch der Auftritt heute, wie viele in dieser Saison, sehr solide. Hast du das auch so gesehen? Ja, wir starten super ins Spiel. Zwei Abseits-Tore, glaube ich. Dann die Freistöße von Volkan. Hält der Torwart auch super. Ja, da habe ich, glaube ich, noch den zweiten Ball. Schieße ich den Ball gut unten rechts rein. Sind dann immer noch am Drücker. Ja, wir hätten auch noch 10 Minuten 3, 4 und 4 können. Aber wäre ja zu langweilig gewesen, oder? Ja, du hast es schon angesprochen, Mannschaftsfahrt geht nach Mallorca. Heute Abend irgendwas Bestimmtes geplant. Ich denke, mit einem Schnitzel bei Jerry ist es nicht getan, oder? Wir werden erstmal hier mit den ganzen Zuschauern trinken und weiter feiern. Morgen sind wir mit 22, 23 Leuten auch wieder hier. Dann kommt irgendwann die Bimmelbahn. Dann werden wir hier durch die Ortschaften tingeln und ordentlich trinken. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Vielen Dank. Danke.